heutige Gast bei Radio Melody, Vanessa May von Wolkenfrei. Herzlich willkommen, Vanessa. Ich freue mich, hallo. Wir haben uns vor, glaube ich, 2 Jahren so mal getroffen bei Immer wieder Sonntags. Da hattest du noch an deiner Seite 2 Männer. Ja, richtig. Genau. Marc und Stefan hatte ich da noch dabei. Wolkenfrei war also ursprünglich ja eine Zweierformation. Dann bist du dazugekommen und dann sind die beiden Herren wieder gegangen. Kann man das so in Kurzform sagen? Ja, kann man so sagen. Wie kamst du überhaupt zu den Wolkenfrei? Zu Wolkenfrei? Also mein Papa, der ist auch Musiker und kannte die beiden Jungs eben, da sie im gleichen Ort Musik gemacht haben. Und eines Abends war ich bei meinem Papa zu Besuch und habe da im Publikum gesessen und dann kam der Marc auf mich zu. Und die haben gerade eine neue Sängerin gesucht und er wusste, dass ich singe durch meinen Papa und hat dann gefragt, hast du nicht Lust einzusteigen? Und ich war da mit der Ausbildung gerade fertig und wollte eh singen und dachte, ja, warum nicht? Schlager, ja, habe ich als Kind schon gesungen, machen wir. Dann ging es los mit Jeans, T-Shirt und Freiheit und dem ganzen Song aus dem ersten Album. Dann sind die beiden Herren quasi abgesprungen oder nicht ganz abgesprungen. Genau, ja, also es ging alles extrem schnell. Also der Stein ist ins Rollen gekommen, als dann das erste Album draußen war und es wurden immer mehr Termine und ich bin 23, habe keine Familie, meine Ausbildung war fertig, ich muss noch niemanden versorgen. Bei mir war das natürlich einfach unter einen Hut zu bringen. Und die beiden Jungs hatten dann eben noch Beruf und Kleinkinder. Und irgendwann ist es so viel geworden, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir uns irgendwie entscheiden. Und dann haben sie sich eben zurückgezogen und ich habe gesagt, ich mache weiter und bin aber sehr, sehr dankbar für die Zeit mit den Jungs. Gleichzeitig wurdest du das Gesicht von deiner Plattenfirma für Ich liebe Schlager oder Ich liebe den Schlager. Mein Herz schlägt. Mein Herz schlägt Schlager sogar. Genau, ja. Ich habe mich sehr gefreut, als die Anfrage kam, weil sie wollten den Schlager einfach ein bisschen frischer darstellen und sagen, hey, Schlager ist nicht mehr so wie früher, es sind ganz viele junge Menschen, die das hören. Wir brauchen da ein Gesicht dazu und du passt da, hast du Lust und habe ich mich sehr gefreut und da kam ja auch der Song dann zustande, Mein Herz schlägt Schlager und läuft mittlerweile auch noch. Läuft immer noch, auch noch sehr gut, diese Compilation. Und dann war ja der Entscheid, also quasi bleibt Wolkenfrei der Name oder nimmst du deinen Namen, warum blieb es bei Wolkenfrei? Also für das Wachgeküsst-Album war das so die einzige logische Entscheidung für uns, einfach um die Brücke zu bauen, dass die Fans nicht komplett verwirrt werden, weil ich ja das Gesicht von Wolkenfrei schon immer war und da jetzt einen Switch zu machen, wäre einfach ein bisschen extrem gewesen. Und mir lag das aber auch sehr am Herzen, weil einfach Wolkenfrei ein Lebensgefühl geworden ist und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ist aber nichts in Stein gemeißelt, also es kann auch sein, dass es irgendwann mal Vanessa May wird, mal gucken. Man sagt ja auch schon inzwischen Vanessa May, die Stimme von Wolkenfrei eigentlich. Das neue Album Wolke 7, Wachgeküsst heißt glaube ich das Album, Wolke 7 war ein Riesenerfolg, auch gerade wahrscheinlich wegen des Videos. Ja, ich weiß nicht, an was es lag, aber ja, Wolke 7 ist, dem Song habe ich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken, dadurch ist alles losgegangen. Wo hat dir überall die Türen geöffnet? Also ich weiß nicht, ob es nur der Song war, der Türen geöffnet hat. Da gehört natürlich alles dazu. Also sowohl Glück als ein gutes Team. Es muss irgendwie alles passen. Und natürlich das Wichtigste, die Menschen, die Fans, die das kaufen, die das hören wollen, die spielen da die wichtigste Rolle. Weil wenn mich niemand hören will, dann wird es mich auch nicht geben. Aber ja, es ging mit allem los. Ich war in der ersten Samstagabendsendung bei Florian Silbereisen. Da war ich sehr aufgeregt. Da kam auch eine Überraschung mit deinen Eltern. Das war schon emotional, glaube ich, aber so wie ich es gesehen habe. Total. Ich bin total aus dem Konzept gewesen, musste weinen und dachte mir, jetzt muss ich auch noch tanzen. Super. Aber hat alles funktioniert. Werde ich nie vergessen. Es war eine tolle Überraschung. Jetzt warst du ja schon wieder bei Florian Silbereisen. Ja, ist echt schön. Ich war im Sommerfest und dann durfte ich im Herbstfest sein und jetzt im Adventsfest. Es ist mittlerweile schon, also es ist echt verrückt, dass man das so schnell sagen kann, aber es ist echt wie eine kleine Familie dort. Also man kommt da sehr gerne hin und alle geben 100% für einen, also es ist toll. Dein neuer Titel, bei dem geht es um Farben. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ich habe gar keine Lieblingsfarbe eigentlich. So, Rot ist eigentlich nicht schlecht, aber sonst
Nee, also das heißt ja auch in all deinen Farben, von dem her bunt. Also sehr, sehr bunt. Das neue Album, das aktuelle Album, muss man eigentlich sagen, wie ist das entstanden? Wer hat da mitgewirkt, so im Hintergrund noch? Also wir haben ein Texterteam und den Produzenten natürlich und Komponisten, die da dran gearbeitet haben. Und auch ich habe da sehr großen Einfluss gehabt, was mich sehr, sehr freut. 2 Jahre oder 1,5 Jahre haben wir uns Zeit gelassen, was sehr, sehr lang ist für ein Album. Und ich glaube aber, dass es sich gelohnt hat, dass wir uns so viel Zeit gelassen haben, weil es ist sehr, ja, ein sehr, sehr tiefgründiges Album geworden, für mich zumindest. Aber du hast weder Texte noch Musik diesmal geschrieben. Also ich schreibe keine Texte, aber heißt nicht, dass ich das nie machen will oder werde. Aber bei dem Album habe ich keinen Text geschrieben und auch nicht komponiert, aber war da sehr, sehr, sehr involviert. Also ich konnte sagen, das kann ich jetzt nicht so fühlen, können wir das anders schreiben oder das Thema finde ich jetzt nicht so gut oder habe Ideen gegeben, können wir mal da was machen. Also das war schon echt eine neue Arbeit, auch beim ersten Album war das noch nicht so. Das Album ist ja musikalisch doch von ruhigen Balladen bis zu Uptempo und man hat fast alles drin. Ja, Gott sei Dank. Ich finde, das gehört dazu. Also ich freue mich sehr über die Balladen, die da drauf sind, als auch über die Uptempo-Nummern, die man einfach braucht, um live einfach auftreten zu können. Also ist mir schon sehr wichtig gewesen, dass es sehr abwechslungsreich wird. Im Jahr 2016 kommst du an den Flumser Berg, an das Schlager Open Air. Und das ist dir, glaube ich, nicht ganz unbekannt. Du warst schon quasi mal inkognito da. Genau, das war vor, ich glaube, 2 Jahren bin ich mal dabei gewesen, weil ein anderer Act aufgetreten ist. Fantasy ist ja im gleichen Management und die haben dann Auftritt gehabt, bin dann mitgereist und war total überwältigt, wie viele Menschen an diesem Berg sind und was für eine Stimmung da einfach ist und wie groß das alles ist. Und dann habe ich noch zu meinem Manager gesagt, oh, irgendwann wünsche ich mir da auch mal stehen zu dürfen. Und dass es dann 2 Jahre später soweit ist, hätte ich auch nicht gedacht. Deswegen freue ich mich sehr auf den Auftritt. Kann es sein, dass du dann dich gefreut hast, als die Anfrage kommt? Ja, kam. Ich konnte es gar nicht glauben. Also es war total cool. Und wenn man dann eben dieses Plakat sieht mit einem Bild drauf und man ist dabei, also es ist schon echt toll. Was, wenn du jetzt solche Auftritte machst, was kann das Publikum erwarten oder was bietest du? Ganz gute Laune und viel, viel Musik, Stimmung. Ja, ich gehe auf die Bühne und möchte einfach immer Spaß haben und Party machen mit den Menschen und hoffe einfach, dass ich sie mitreißen kann. Also wird auch nicht viel gequatscht. Ich finde, das ist bei einem eigenen Konzert, kann man ein bisschen mehr sprechen und auch ein bisschen tiefgründiger dann werden. Aber ich finde, bei so einem Auftritt, wo die Leute einfach feiern wollen, da muss man das auch bieten. Gehst du denn auch irgendwann auf größere Tournee oder ist da nichts geplant? Also ich darf jetzt Anfang des Jahres mit Florian Silbereisen auf Tour gehen und habe meine eigene Tour im Herbst 2016. Da werden wir dann sicher noch weiter darüber berichten. Jetzt geht es dann gleich los. Du bist ja quasi fast von den Ferien gekommen, von den Arbeitsferien. Aus Jamaika bist du quasi fast direkt in die Schweiz gekommen. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Ja, ich war in Jamaika, um den Recall zu drehen für Deutschland sucht den Superstar. Du bist in der Jury und ich habe irgendwo gelesen, der erste Superstar in der Jury. Wie reagiert man auf eine solche Schlagzeile? Ja, es ist auf der einen Seite denkt man, also es ist natürlich so, oh, nein, nicht ich, sondern die Kandidaten. Aber auf der anderen Seite freut man sich, klar, es ist natürlich schon toll, wenn man so positiv aufgenommen wird. Aber letztendlich geht es in dieser Show um den Kandidaten, um den nächsten Superstar, den wir da suchen. Und es ist eine tolle Aufgabe, eine neue Aufgabe für mich mit vielen Herausforderungen am Anfang. Aber mittlerweile habe ich mich da sehr, sehr gut eingelebt und freue mich. Ist das nicht schwierig zu sagen, nein, das war jetzt nichts? Kann man das? Das war schon nicht so einfach, oder? Nee, es ist sehr, sehr schwierig. Auf der einen Seite muss man ja ehrlich sein, weil man ja auch den Leuten was Gutes will und ehrlich sein muss und will. Auf der anderen Seite tut es schon gerade mir, ich bin sehr emotional, weh, wenn ich einfach zu jemandem sage nein und danach platzt ein Traum oder er fängt an zu weinen. Das ist schon nicht so einfach. Aber wir wussten ja, dass es die Spielregeln sind, darauf habe ich mich eingelassen und das gehört halt dazu. Ist man näher vielleicht als die anderen Jurymitglieder, weil man vom Alter her näher an den Kandidaten ist? Definitiv. Also das war auch so, dass der Hauptgrund, warum wir gesagt haben, wir wollen das machen oder ich will das machen, weil ich so nah an den Kandidaten dran bin und eben sagen kann,
so nicht, oh, vor 20 Jahren war das bei mir so und so, sondern vor einem Jahr habe ich das auch so erlebt und kann da einfach nochmal ganz anders rangehen an die Kandidaten. Wie lange geht jetzt das Engagement bei DSDS? Ist das sehr zeitfüllend oder hast du noch andere Sachen auch, die du machen kannst? Es ist sehr zeitfüllend, aber ich habe auch ganz viele andere Sachen, die zeitfüllend sind. Aber lieber so als anders. Ja, es geht jetzt bis, ich glaube, die Live-Shows sind da jetzt im Mai, ist die letzte. Also bis Mai geht das jetzt eigentlich. Und dann werden wir uns bald schon wieder sehen, dann im Juli am Flumserberg. Was ist sonst noch so geplant? Jetzt sind dann Weihnachten. Ein bisschen weiße Berge haben wir da ja schon. Ja, ich liebe ja Weihnachten. Und Weihnachten ist für mich so die Zeit, die einfach ein bisschen langsamer läuft. Also wir gucken da auch, dass wir so ein bisschen weniger machen, gerade um Weihnachten herum, weil ich das einfach genieße mit meiner Familie und mit den Liebsten. Ganz traditionell auch Weihnachten. Ganz traditionelle Weihnachten, also bei... Ja, ja, ja. Essen, Kirche, besinnliche Zeit, alles, was dazugehört. Hast du denn schon auch auf Auftritte in der Weihnachtszeit, so weihnachtliche oder winterliche Titel? Ja, ich habe einen Weihnachtstitel und werde jetzt auch in den nächsten Tagen den performen. Wenn du jetzt auf das nächste Jahr so schaust, das Album ist noch aktuell, aber da plant man wahrscheinlich schon etwas weiter auch schon, oder? Ja, natürlich würde es mich freuen, wenn wir wieder ein Album bringen. Auch nächstes Jahr würde mich das sehr, sehr freuen. Aber Wachgeküsst ist natürlich noch sehr aktuell. Deswegen sind wir da noch sehr, sehr beschäftigt gerade. Aber Musik machen, hoffentlich immer weiter. Das hoffen wir natürlich nicht nur für dich, sondern auch für uns, dass wir die tolle Musik weiterhin genießen können. Wenn man mehr über dich noch erfahren möchte, wo findet man deine Informationen? Auf der Website. www.wolken-frei.de. Und bist du auch bei den sozialen Medien so vertreten, Facebook und weiß ich was? Twitter, Facebook, Instagram, volles Programm. Ja, ich mache das ja auch echt gern selbst. Also ich bin ja so die Generation, die halt damit groß geworden ist. Ist einfach so. Und pflege das auch sehr gern, weil es einfach der tägliche Kontakt ist und der einzige tägliche Kontakt mit den Fans. Dann freuen wir uns, dich bald wiederzusehen und wünschen alle eine ganz gute Zeit. Dankeschön, ich habe zu danken. Tschüss.